Willkommen zurück zu Pokémon Trading Card Game Championship North America. Ja, war nicht jetzt durcheinander gewürfelt. Egal. Wie ich versprochen habe, werden wir dieses Mal ein bisschen Psycho-Action betreiben. Also weg mal vom Kampf und Hallöchen Psycho. Let's go. Und wenn wir dann die ganzen Herausforderungen mal hinter uns haben, dann können wir uns mal wieder ganz neuen Themen widmen. Ihr habt nicht aufgepasst, gegen wen ich kämpfe und was er für ein Deck hat, aber wie es aussieht, hat er ein Psycho-Deck. Wie heißt der? Floating Soap? Kann es sein? Ich hätte gerne den wunderschönen Kopf. Jawohl. Und ich möchte auch sehr gerne anfangen. Natürlich. Bin ich doch dabei. So. Was haben wir denn da Schönes? Ein Evoli. Mach mal ein Psyana statt. Okay. Evoli, du bist dran. I choose you. Ich habe keine Pokémon, das ist mir auch bewusst. So, dann kriegt Evoli erstmal eine wunderschöne Karte. So, dann entwickelt sich auch gleich mal weiter zu einem weiteren Psyana. Dann, ich bin noch nicht fertig. Ich mache die Computersuche. Tue einmal Psyana weg und einmal eine Energiekarte. Zack, zack. Und hole mir, falls ich die liebliche Lilly habe, nehme ich sie gerne auf die Hand. Lilly, wenn ich die im ersten Zug aktiviere, ja, kennt's doch. Zack, dann darf ich bis zu 8 Karten ziehen. Katsching. Das sind viele Karten, wo ich neue Karten ziehen kann. Nee, ich weiß nicht. Den Hyperball aktivieren wir auch mal, weil ich dann wahrscheinlich N aktivieren werde. Das heißt, ich tue dich mal weg. Und noch eine Energiekarte. Zack, zack. Und ich nehme mir auf die Hand ein Gasteller. Komm her, mein kleines. Du wirst noch groß und stark. So. Da ich angefangen habe, kann ich noch nicht angreifen. Aber no problemo. Was hast du denn? Du hast einen Splitterschuss und einen Schadenswechsel. Ja, dieses Schadenswechsel ist eklig. Der Vorteil allerdings ist, dass Mewtwo eine Schwäche gegenüber Psycho hat. Das heißt, ich mache doppelten Schaden. Ich natürlich auch. Ich bekomme auch doppelten Schaden. Was hast du denn? Die Rückzugskosten jedes Pokémons, die mindestens eine Psycho- oder Unlicht-Energiekarte angelegt sind. Ah, okay. Wir können also unsere Dinger ein wenig switchen. Und er hat N. Das gefällt mir nicht, weil ich wollte eigentlich mein Pokémon noch weiterentwickeln. Na gut, wenn ich Glück habe, kriege ich vielleicht ein weiteres Aquastella. Aber ein Taurus. Und ich habe den Pokémon Fan Club. Schwäche 60. Au! Ich habe Flodest schon, okay. Taurus mal anlegen. Pokémon Fan Club. Ne, ich mache erstmal dich. Kapufala. Das Gute ist, es hat keine Schwäche. Ich nehme mit. Normalerweise ein Heiko, oder? Nehmen wir einen guten Heiko mit. Komm her, mein Freund. So, dann kriegst du noch eine Energiekarte. Und durch Heiko kann ich nämlich mein Pokémon weiterentwickeln. Zack, wunderbar. So, und dann machen wir mal einen Psychstrahl. Macht auch 60 Schaden. Und zusätzlich ist das Pokémon noch verwirrt. Nice. So möchte ich das doch haben. Immer schön verwirren, so habe ich es gern. Wenn ich das jetzt noch zweimal mache, ist das Pokémon auch besiegt. Und er kann ja nicht sicher sein, greife ich jetzt an oder lass ich es, das ist es halt. Wieder N. Na, kriege ich wieder ein paar neue Karten, habe ich nichts dagegen. Ich frage mich nur, was seine Mission ist. Wahrscheinlich Mega Mewtwo. So, was haben wir denn Schönes? Ich habe auch ein eigenes Mewtwo. Na, willkommen im Club. Stimmt, die Rückzugskosten wurden gesenkt. Habe ich nicht mitgedacht. Aber ich kann auch mein Pokémon rumswitchen. Auch ich kann rumswitchen. So, ich heile jetzt mal mein Pokémon. So, dann. Ja, ich habe Tauschkarte, naja. Zack. Dann kann ich die noch spielen. Dann nehme ich Heiko. Die Lilly. Professor Platan. Nehmen wir mal Professor Platan dann mit. So, dann. Psyana kriegt noch eine Energiekarte. Und ich würde sagen, tauschen brauche ich jetzt nicht. Psystrahl. Bäm. 60 und verwirrt. Ich habe auch die Möglichkeit, dann durch Flodest schon noch nach einem Pokémon zu switchen. Oder ich aktiviere Professor Platter und ziehe neue Karten. Das weiß ich nicht, es kommt drauf an. Jetzt wird wieder rumgeswitcht. Na gut, das macht jetzt 60, 120 Schaden. Mein Pokémon überlebt es gerade noch so. Aber auch nur gerade noch so.
Aber jetzt hat er viele neue Karten gezogen, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist bei Psycho-Pokémon, das ist halt wirklich brutal, ey. 120 Schaden macht das Kackvieh. Mein Psyana wird es nicht unbedingt überleben. Und da ist halt Division GX halt auch nicht unbedingt so vorteilhaft. Ha. Aber ich werde trotzdem auf das Pokémon umswitchen. So, jetzt schauen wir erstmal, ob wir ein paar Karten ziehen dürfen. Leider nicht. Okay. Flotation, switch auf dieses Pokémon. Dass ich wenigstens dieses Pokémon besiege. Psychokinese. Ja, ne? Ich muss erst überlegen. Bam! 240 Schaden und die ersten zwei Preiskarten für mich. Merci! Ein Shaman und ein weiteres Mewtwo. Wunderbar! So. Aber den nächsten Angriff werde ich nicht überleben. Dann würde ich sagen, Acrostella, das ist dann dein Ding. Vollschutz CX, das ist dann so eine eklige Fähigkeit. Oh, da freue ich mich. Ah, die Halbstarke. Ah, das macht sogar gar nichts. Das macht gar nichts. Weil ich Professor Platan habe. Ich muss jetzt drei Karten ablegen. Das ist in Ordnung. Na, bist du verwirrt, warum ich mich so schnell entscheiden konnte? Tja, das wirst du noch sehen. So, Schwäche, 120 Schaden. So, dann aktiviere ich dich. Beziehungsweise spiele ich dich. Geisterbund können wir mal aktivieren. Und Professor Platan. Tja, ja, meine Karten wieder. Ich kann dich sogar weiterentwickeln. Und eine weitere Energiekarte kann ich an dich anlegen. Dann ein weiteres Mewtwo. Kriegst du nochmal das da. Ah, seht ihr diesen Flow, den ich gerade habe? Don Kanone. Eins. Zwei. Oh! Yes! 180 Schaden! Bam! In your face. Und wenn du es jetzt nicht schaffst, mein Pokémon zu besiegen, was ich jetzt mal bezweifle, weil du hast kein Pokémon mit Energiekarten mehr. Oh, dann mache ich Vollschutz-CX. Dann kannst du im nächsten Zug gar nichts machen. Außerdem sind es 150 Schaden. Was verdoppelt wird. Okay, bei Kabufale jetzt nicht unbedingt. Aber bei so manchen anderen Pokémon wird es verdoppelt. Oh. Das Blöde ist halt, die Rückzugskosten sind ein wenig reduziert. Aber es macht... Naja, was auch immer. Schauen wir mal, was ich bekomme. Und zwar ein Psycho. So. Dann tue ich mal hier eine Energiekarte anlegen. Dann aktiviere ich nochmal N, weil ich es kann, würde ich mal behaupten. So. Dann würde ich sagen, ich mache Vollschutz. Selbst wenn dieses Pokémon nicht besiegt ist, wird er jetzt wahrscheinlich auf Mewtwo EX switchen. Aber ich bin gesaved. Das ist halt das Schöne. Er kann mich nicht angreifen. Bin mal gespannt, ob er es merkt. Ich hoffe es mal nicht. Der denkt jetzt, ha, jetzt werde ich dieses Pokémon besiegen. Und dann sagt, nein, ich kann nicht angreifen. Nein. Ich muss dann überlegen, was ich dann als nächstes mache. Ich muss dann wahrscheinlich Dornkanone trotzdem machen. Wegen den doppelten Schaden. Oder ich switch einfach. Aber auf was? Splitterschuss ist halt noch nicht unbedingt so stark. Energieantrieb zählt nicht als Psychoangriff. Das habe ich mittlerweile gelernt. Und da weiß ich gerade nicht, was ich da am besten dann mache. Hat das dein Pokémon jetzt nicht geswitcht? Das ist schön. Dann würde ich sagen, sicher ist sicher quälendes Gift. Das reicht dann auf jeden Fall. Und tschüss. Ich glaube, da hat er gerade einen Fehler gemacht. Wir haben gewonnen. Nice. Reicht? Naja, es reicht immer noch nicht. Gewinne 10 Spiele im Format, im erweiterten Format. Das ist das Einzige, was ich mache, mein lieber Freund. Ich komme meinem Ding immer näher. Jetzt habe ich 56. Wo ist meine 1? Naja. Eins machen wir noch. Eins geht noch. Ich habe Winstreak von 4, ne? Oh, noch jemand, der Psycho-Pokémänchen hat. Plus normal. Bin immer gespannt, was er hat.
Ah, okay. Dann darf er wahrscheinlich anfangen. Oder beziehungsweise er entscheidet, dass er anfangen darf. Ist in Ordnung. Ich habe ein liebliches Mega. Ein Mewtwo EX. Da ich ja als zweites dran bin, darf ich ja auch angreifen. Macht dann schon liebliche 30 Schaden, falls es ein Psycho-Pokémon ist. Kann ich sogar noch mehr Schaden machen. Wenn er das Pokémon. Na gut, es hat keine Schwäche gegen Psycho. Gegen Ding. Okay, was kannst du? Aufstieg. Platzballon. Ah, ich will halt keinen 60 Schaden jetzt, ne? Weil ich kann es halt eh nicht besiegen. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was er ablegen will. Kampfverdichter. Ich wollte eigentlich meinen Taurus noch auf die Bank, du, wieso habe ich denn das nicht gemacht? Naja, was auch immer. Was aktiviere ich denn als nächstes? Ja, ich werde dann wahrscheinlich Lily als im ersten Zug aktivieren, im zweiten Zug dann entweder Tali oder dann Sinnoh und Junior. Kommt darauf an, wie es um meinen Mewtwo steht. So, was hast du denn? Die Halbstarke, den Heiko und den Professor Bladan. Okay. Die Kosten des Angriffes von Psycho-Pokémon werden reduziert. Aha. Heißt es, dass ich dann 60 Schaden mache? Das weiß ich jetzt nicht. Waldflug, solange dieses Pokémon aktiv ist. Ich kann keine Itemkarten abspielen. Na gut, ich habe keine Itemkarten, von daher. Ich bin safe. Zack, dann kriegst du noch eine Karte. Dann die Lilly. So. Ach so, Item kann nicht aktivieren. Das ist schön. Ja gut, ich bin dann erstmal fertig. Weil auf dem Platzballon habe ich jetzt nicht unbedingt Lust. Und er kann ein Baumholzer machen. 60. Okay, er macht ja 120 dann, weil ich ja Schwäche gegenüber dem Ding habe. Aber ich kann dann Schadenswechsel machen. Dann 120 auf. Oh, ich habe eine Idee. Aber ich hoffe, das funktioniert so wie. Oh nee, jetzt kommt eine Turbo. Fucking Turbo. Das zerstört wahrscheinlich meine ganze Strategie. Ich kann nur mal die Turbokarte lesen. Lege 3 Schadensmangel auf jedes Pokémon deines Gegners. Naja, ist jetzt nicht unbedingt toll. Ich würde trotzdem sagen, dass der Baumholzer macht. Macht dann 120 Schaden und ich kann dann die 120 auf ihn dann umleiten. Was ich dann auch machen werde. Aber dann kann er im nächsten Zug halt nochmal angreifen. Das ist halt, dann habe ich halt. Wieder mal 120, ich kann nicht 120 zu 120 switchen. Okay. Okay. So also ist die Mission. Tali, ich möchte gerne ein paar Karten ziehen. Ja, N kann ich sowieso nicht aktivieren. 120 Schaden. Ja gut, ich würde sagen, ich mache meinen Taurus. Und ja, entwickeln will ich jetzt. Ah, das ist gerade eine Zwickmühle. Ich weiß nicht, was ich da jetzt am besten mache. Ich will halt, dass er seinen Angriff da macht. Sein 60er Angriff, weil der macht dann doppelten Schaden, macht 120 Schaden, habe ich nur noch 20 KP. Und dann kann ich das umswitchen durch Schadenswechsel. Das möchte ich halt gerne machen. Aber das ist nicht so ganz legal, wie ich es sehe. Na, jetzt sagt er wieder N. Meine ganzen Karten sind weg. Naja. Mit den Karten hätte ich jetzt auch nicht unbedingt viel anfangen können. Mit Computersuche? Oh, da habe ich doch mal interessante Hand. Boah, genau. Sperrzeit. Solange dieses Pokémon ein aktives Pokémon ist, hat jedes Pokémon im Spiel in der Hand. Auf beide. Ja, macht schon wieder diese 30-30. Ja, ich überlege gerade. Machen wir mal. Moment, kann ich noch irgendwie was machen? Naja, komm, wir machen mal Schadenswechsel. Dann kriegt er die 60 wenigstens immer. Weil, wenn ich jetzt ihn ganz normal angegriffen hätte, dann hätte er mein Pokémon besiegen können im nächsten Zug, wenn er dann den anderen Angriff gemacht hätte. Oh, Junge, da kommt ja schon wieder der nächste Kackvieh. Lass mir doch meine Itemkarten spielen. Ah, und jetzt auch noch ein Platzballon. Oh, das ist nicht schön.
Aber ich muss das Pokémon besiegen jetzt. Splitterstoß. Maldansand macht dann 90 Schaden. Das reicht halt nicht, das Pokémon zu besiegen. Ah. Professor! Ja, ja, passt schon. Auf Taurus. Mache 10 schon wütender Stier GX. 90. 110 Schaden. Rückzug auf ihn. Zack. Und dann normalerweise Raserei. Ja, Platzbelang macht mir halt Schaden. Das ist alles blöde. Und jetzt wird er auch mein Taurus besiegen. Um einen Stern ist es halt natürlich auch nicht so unbedingt optimal. Computersuche kann ich... Er hat ein Shaming gespielt. Das heißt, ich kann meine Itemskarten aktivieren. Oh. Gott sei Dank. Er hat zwar einen Leichtstein, aber das ist in Ordnung. Die Rettungstrache, was macht die? Nimm ein Pokémon aus deinem... Oh, da kommt die Topo-Männchen wieder. Bitte lass mal dein Shaman ein bisschen da. Wie viel hast du denn? 110, das heißt... ja, das Pokémon würde ich auf jeden Fall besiegen können, falls es da bleibt. Wird auf Flutes schon umgeswitcht. Okay. Ja, das hätte er auch so aktivieren können, also. Da hätte er jetzt kein Flutes schon mehr aktivieren müssen. Ja, ich weiß gerade nicht, wie ich das am besten jetzt mache. Pokémon Fan Club. Gib mal ein bisschen was. Ein Evoli. Ein Capofala. Zack. Ja, na klar. Unterstützerkarte. Freili. Dann nehme ich auch mal Flutist schon. Dann noch ein liebliches Evoli. Dann doppelt Energiekarte. Ein Capofala. Und ich bin fertig. Kann leider momentan nichts machen. Weil ich die Energiekarte nicht habe, die ich brauche. Das ist ein ekliges Deck. Aber dagegen werde ich wohl nichts mehr machen können. Hyperball! Keine Fähigkeiten. Fucking wohin, Kinder? Mit dem fucking Lippenstift. Wo hältst du dich? Und da wird schon das nächste Pokémon vorbereitet. Fucking Baumholzer. 160 Schaden zu verurteilen, das ist halt natürlich auch ein bisschen was. Schon wieder Professor Platan. Zack, zack. Wieder 7 kann für ihn. Ich habe einen Haiku, damit kann ich ein Pokémon weiterentwickeln. Da, 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 da. Was war das denn? Das hat wehgetan. Evoli, du bist dran. Was mache ich denn jetzt am besten? Ich muss Professor Platan aktivieren. Weil ich eine Psychoenergiekarte brauche. Jo. Und dann verwirren wir den erstmal schön. Was war das jetzt? Ja, habe ich Schaden genommen? Psychstrahl! Spüre den Zorn des 30. Angriffes. Und hoffentlich verkackt das jetzt mit dem Münzwurf. Was hat denn der für Rückzugskosten? 3 Stück. Oh, das ist aber schön. Das ist aber schön.
Na, riskier's doch. Trau dich doch. Ich werde dich so lange verwirren, bis du die Scheiße draus leckst. Sag ich dir. Naja, er muss es jetzt riskieren. Jetzt muss er angreifen. Na gut, er macht halt Kapufala. Macht halt mehr Schaden. Hab ich jetzt auch nichts dagegen. Macht halt, ja, okay. Ich weiß zwar jetzt nicht, was er gerade gemacht hat, aber okay. Aber meine Rückzugskosten sind halt auch. So, Team Flair rüber, jetzt schaue ich mir deine Karten an. Doppelt Energiekarte. Oh, das tun wir doch mal weg. So. Ja, Rückzug ist 1, das ist es halt, ne? Da mache ich das, mache ich halt ein bisschen Schaden. Ja, komm. Zack, kriegst du noch eine Energiekarte. Shaman ziehen wir noch ein paar Karten. So, ein Castella können wir noch spielen. Zack. Dann mache ich... Ich klinge ich mal auf Rückzug. Eine Energiekarte weg. So, Psystrahl. Bäm. Ich Psystrahl die Scheiße aus dir, das sag ich dir. Du hast auch nur Rückzugskosten von 1, das ist schön. Aber warum konnte er sein Pokémon switchen? Die Rückzugskosten sind doch normalerweise auf 3 bei ihm. Wie hat er das geschafft? Hat er irgendwie was aktiviert, dass er das rumswitchen kann? Er hat glaube ich, eine Energiekarte oder 2 nur abgelegt. Die Kosten jedes Angriffes reduzieren sich um 1 Stern. Ja, die Angriffskosten, aber nicht die Rückzugskosten. Naja, was auch immer. So, trau dich doch. Greif doch an. Stimmt, ich könnte dann schon im nächsten Zug meine Psychokinese machen. Das habe ich ja total ver... So, jetzt kriegst du erstmal die Psychokinese ab, mein Freund. Das müsste ja 60, 30 mal der Anzahl an Aktiven, das sind dann 90 Schaden. Das reicht noch nicht. Weißt du was, ich mache meine GX-Fähigkeit. Dann mache ich die 100 Schaden und fertig. Da kenne ich nichts. Aber so hätte ich ja jetzt nur 90 Schaden gemacht und das heißt, er hätte noch 10 KP übrig gehabt. Und das wollte ich eigentlich vermeiden. Bäm. Und da ist er down. So wie ich das haben möchte. Oh man, Mewtwo. Wie viel? Er hat noch 2 Preiskarten, das ist halt das Problemchen. Wenn er irgendwie geschafft, noch ein Pokémon von mir zu besiegen. Dieser Spieler Shaman. Er switcht doch eh gleich wieder rum. Obwohl, ein Angriff wird Shaman auf jeden Fall überleben. Diese Attacke für 30 Schadenspunkte mehr mal der Anzahl dann das aktive Pokémon deines Gegners gelegten Energie hinzu. Das heißt, er braucht ein bisschen Energiekarten. Und ich habe halt noch 4 Preiskarten, das ist halt... Jetzt wird er auf ihn rumswitchen. Er wird dann wieder seinen 30er Angriff machen, um meinen Kapufala weiter zu schwächen. Ah, jetzt kommt da noch ein Platzballon. Ah, das wird nicht leicht alles gerade. Sieht halt echt nicht gut aus für mich gerade. Oh, das sieht nicht gut aus. So, Rückzug. Auf meinem Mewtwo. Splitterschuss muss ich machen. Ich glaube, das war jetzt auch nicht so toll. Ah, weil er jetzt 120 Schaden machen kann. Aber okay. Habe ich Glumbeus mal verloren. Muss auch mal sein. Mein Winstreak von, ich glaube, 3 oder so, ist halt wieder verkackt. Es ist eigentlich gar nicht machen müssen. Das ist auch mein Mewtwo, das er so besiegen können.
Ja, das war's. Naja, ich hab's immer noch nicht geschafft, oder? Ich hab's immer noch nicht geschafft. Da fehlt wahrscheinlich auch noch eins oder so. Ja. Das heißt, im nächsten Part werden wir beide dann beenden und dann im übernächsten Part werden wir dann neue Herausforderungen haben. Auch mal was anderes als so Psycho und Kampf. Aber das im nächsten Part. Haut rein, euer Final.